Entschuldigung. Störe ich? Überhaupt nicht. Ich habe gemerkt, ich will im Kreis in dieser Situation unbedingt mitschaffen und mithelfen. Legen Sie sie einfach vor die Türe. Wir können sie nicht schnell aufmachen. Kommen wir gerade. Gehen Sie noch in den Ausgang? Vielleicht. Danke vielmals. Herr Ostertag. Ja. Ich habe unterdessen den Camus gelesen. Beeindruckend, modern, grossartig. Grossartiges Buch. Trotzdem rate ich Ihnen dringend ab, das im Unterricht durchzunehmen. Wenn Sie dann mal gewählt sind, ist das etwas anderes. Das wollte ich Ihnen noch kurz sagen. Ja, danke. Übrigens, ja. Am letzten Samstagabend da bin ich beim Kegeln gsi. Ich kann doch auf Sie zählen. Gell, Sie? Mhm. Gilt auch umgekehrt. Danke. Robert, kannst du anfangen mit Putzen? Heute darf ich euch aufnehmen, gell? Man glaubt noch Kundschaft. Ah ja. Grüezi. Hallo. Einmal Haarschneider, bitte. Sehr gern. Grüezi. Grüezi. Darf ich einfach drauf losmachen? Hast du das alles gelesen? Fast alles, ja. Wieso meinst du? Einfach so. Thank you.
kennen, das weiß ich gar nicht wirklich. Und was ist mit dem? Mit dem Emil? Der hat mich sowieso schon lange loswerden. Wieso können nicht einfach alle so leben, wie sie wollen? Ja? Lieben, wie sie wollen. Heiraten, wie sie wollen. Egal, ob Mann oder Frau. Heiraten? Das ist nicht dein Ernst. Gleiche Rechte für alle. Das ist mein Kommunismus. Kein gutes Gefühl. Hast denn du keinen Schiss? Ich kann ja keinen Schiss meiner Mutter sagen, dass ich einen Freund habe. Gott, wir haben meine Eltern ja nicht ausgesucht. Sie wollen es einfach nicht hören. Kannst du das nicht verstehen? Und ich wollte einfach endlich wieder mal auftreten. Singen ist ja nicht verboten. Seht ihr? Du hast doch mal wieder etwas Eigenes machen. Das sind Gedichte von mir. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Ich bin so seltsam. Ach, wie bin ich seltsam. Ernst, du musst einfach kommen. Du musst einfach. Ich find's zu gefährlich. Ich will aber, dass du dabei bist. Wenn du mich gern hast, kommst. Was ist da passiert? Herr Ostertag, dürfen wir reinkommen? Wir haben ein paar Fragen. Was ist denn für Zeit? Viertel ab 5. Wir haben ein anonymes Schreiben bekommen. Sie verkehren mit minderjährigen Strichern. Was? Jesus, nein. Kennen Sie ihn Röbi Rapp? Wieso? Wer soll das sein? Er sagt, dass Sie homosexuell veranlagt sind. Hey, zeigen Sie mir bitte Ihren Hausdurchsuchungsbefehl! Und? Sind Sie es? Dann kommen Sie bitte heute Morgen auf die Hauptwache, das Protokoll unterschreiben. Das geht nicht, ich arbeite. Wir sind den ganzen Tag da. Auf Wiedersehen. Ich habe innerlich zittert vor Wut. Und ich habe auch Angst. Jesus.
Haben sie dich auch? Jetzt wissen sie alles. Ausgerechnet jetzt. Ich bin schuld. Sie haben mich gefragt, ob du einen Stricher sagst und ich habe... Das ist mir einfach so rausgerutscht. Oh, die Säcke. Komm, geh weg. Einfach weg. Weit weg, einfach fort von da. Weit, weit, weit weg. Wir sind doch kein Verbrecher. Wir sind kein Verbrecher. Weißt du was? Wir bleiben zusammen. Für immer. Hörst du mich? Unfassbar, Frau Sahn. Ich muss Sie trotzdem bitten, alles zu unternehmen, damit der Unterricht so normal wie möglich kann weitergehen kann. Moment bitte. Wir können jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung zurückkehren. Was meinen Sie mit dem? Also, wir alle haben den Max Sieber gekannt. Ich meine, der Max Sieber... Der Max Sieber hat gewusst, wie man mit so einer Waffe umgehen muss. Es war also bestimmt kein Unfall. Er hat gern gelebt. Aber wahrscheinlich hat er einfach nicht mehr so weiterleben wie bisher. In einer Welt, die nicht zulassen kann. Die nicht zulassen will. Dass es Menschen gibt, die anders sind als andere. Das hat der Herr Sieben auch so eingefädelt. Hat gelesen, was er über sie geschrieben hat. Heimatland. Bäumige Berichte. Ich gratuliere.